Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Und ich hatte vor ungefähr, ich weiß gar nicht mehr, wann das war, aber vor ein paar Wochen habe ich ja halt diesen großen Tester vorgestellt. Und da kam jede Menge Feedback von euch, sowohl, ja, ist zwar geil, aber ist auch budgetmäßig relativ weit oben. Ja, ich meine so, ich fand es natürlich geil, dass ich den so zur Verfügung gestellt bekommen habe. Und werden wir auch noch häufiger sehen. Und dann habe ich mir gedacht, Mensch, dann zeig doch jetzt einfach mal, was vielleicht in einer anderen Budgetklasse ist. Und es gibt ja immer unterschiedliche Betriebsarten, so nenne ich das. Ne? Ich brauche immer, eigentlich finde ich es cool, mit Kabeln zu arbeiten. Ne? Dann fährst du den Dongle auch nicht irgendwie, oder irgendwelche Kunden fahren irgendwie den Dongle von dir spazieren. Und hier ist jetzt quasi einer drin für die Hosentasche. Das Ganze läuft natürlich übers Handy in dem Fall. Und ich sag's mal so, jedem das seine. Ich werte das jetzt nicht, aber ich habe natürlich das Problem, wenn ich verschiedene Tester hier ausprobiere, habe ich natürlich auch immer die App auf dem Handy und irgendwann habe ich mir das Handy natürlich dann auch mit Dingen vielleicht auch ein bisschen zugemüllt, was ich natürlich so nicht mag. Deswegen ist es aber nicht schlecht von der Funktion her, weil ich sag mal, das Telefon hast du sowieso fast immer dabei. Und wenn du dir so einen Adapter ins Auto legst, ist ja auch in Ordnung. Ne? Das Ding ist jetzt hier drin, ist zur Verfügung gestellt worden von der Firma Ediac. Deswegen werde ich das auch unten entsprechend verlinken und kennzeichnen. Wir haben jetzt hier einen kleinen, sollen wir mal eben gucken hier, was das Ding kann. Ich habe das Ding hier so, SyncDiac ist diesmal ein ganz kleiner. Okay? So, in dem Fall machen wir jetzt Folgendes, wir werden jetzt einfach mal reingucken, was dieser Tester hier so kann und was wir dafür alle machen müssen. Es kam bei den anderen Testern, kommt immer wieder die Frage der Updates. Updates sind immer sehr individuell, es gibt Tester, da müsst ihr euch erst einloggen und euch erst registrieren, sonst könnt ihr damit nicht viel machen. Zumindest nicht, was Uploads anbelangt. So, das ist das Ding jetzt hier. Das ist so ein ja, Standard-Interface, ne, was so ziemlich mittlerweile so im Einsatz ist. So, komm her, komm raus da. Gucken wir mal eben, dass wir das Ding hier raus... So, da ist er schon. Ja, theoretisch, mehr ist das nicht. So, und jetzt gucken wir uns das Ganze mal an, was wir denn wie installieren müssen. Hier ist noch ein Stück Pappe dabei. Aber wir haben jetzt hier zum Beispiel hier auch, wir haben also hier einen Seriencode von dem Adapter und natürlich auch einen Aktivierungscode. Ja, den halte ich jetzt zu, weil das ist mein Aktivierungscode. Okay? So. Und dann habt ihr hier noch eine Anleitung, wie ihr das Ganze machen könnt. Das ist das, was ich jetzt natürlich als nächstes machen werde. Das heißt, ich habe vor, mittlerweile die Apps habe ich mittlerweile alle ausgelagert und habe mir dafür so ein Tablet geholt. Kann ich euch auch vielleicht nur empfehlen. Das heißt, wenn ihr sowieso immer viel mit dem Tablet arbeitet, ja, ich habe ein separates Tablet, wo mittlerweile die ganzen Apps alle draufkommen, damit ich die eben nicht alle auf dem Handy habe. Aber generell, wenn ihr sagt, hey, ich habe noch mein eigenes Auto zu diagnostizieren, macht es natürlich Sinn, das dann direkt auf dem Handy zu installieren. Nur bei mir ist es so, ich habe dann Apps über Apps über Apps, dann vertut man sich und dann läuft es nachher nicht. Und das ist dann immer ärgerlich. So, das heißt, ich werde mich jetzt da registrieren und einloggen und theoretisch sehen wir uns dann wieder und dann werden wir mal schauen, was dieses kleine Ding hier so kann. Gut, also ihr müsst euch ganz normal registrieren, wie das ja mittlerweile bei vielen anderen Testern auch der Fall ist. Und so sieht die Geschichte jetzt aus. Ja, das ist jetzt praktisch die Oberfläche und wir haben jetzt hier ja nur einen in Anführungsstrichen kleinen OBD-Tester. Ja, also ihr könnt nur die Daten abfragen, die das Steuergerät liefert und das kann natürlich auch immer unterschiedlich sein. Das heißt, es gibt die Möglichkeit, Lambda-Werte auszulesen, sofern das Steuergerät das zulässt, die Lambda-Werte auszulesen. Ne? Und ja, das ist jetzt die Oberfläche hier und das, was ich sehr, sehr cool finde, das ist vielleicht für den einen oder anderen was, dass ihr zum Beispiel jetzt eine Fahrgestellnummern-Kodierung machen könnt, muss ich ganz ehrlich gestehen, habe ich so in der Form noch nie gebraucht. Weil ich ja, hier in Deutschland haben wir Fahrzeugdaten, ne? Oder die FIN, die steht ja dann an der Scheibe und also klar, wenn man jetzt einfach nur eine WIN bekommt, dann ist das vielleicht sinnvoll, aber die Variation habe ich eigentlich nie. Ne? So, und dann könnt ihr natürlich sowas kaufen, wie zum Beispiel diese Zusatzpakete und das bedeutet nichts anderes, ihr kauft euch die Software so, wie ihr sie braucht. Ja, jetzt kann man natürlich sagen,
je mehr man braucht, je günstiger wird das natürlich irgendwann bei so einem kompletten Tester. Aber wenn ihr zum Beispiel nur, ich sag jetzt mal, eine vereinzelte Funktion braucht, kann das hilfreich sein. Ne? Ihr kennt das, ihr müsst vielleicht außerhalb von Ladenschlusszeiten wieder irgendwas zurückstellen oder so und braucht jetzt eben Tester. Hier kann man das dann gleich kaufen. Ne? Ist eine ganz coole Sache und ihr seht eben auch, dass da fast alles dabei ist. Ne? Kostet natürlich extra, aber das kommt also auch immer mehr, dass ihr praktisch einen Tester kauft und den dann individuell upgraden könnt. Ne? Also es ist auch keine schlechte Geschichte. Aber das, was ich euch jetzt zeigen möchte, ist natürlich diese Standard-OBD-Funktion. Er verbindet sich natürlich jetzt erstmal mit dem mit den Adapter. Da muss ich sagen, die Adapter funktionieren wirklich sehr, sehr gut. Ja, also da ist bis jetzt so keine großartigen Verbindungsabbrüche oder irgendwelche Probleme. Und dann geht die Reise auch schon los. Ne? Ihr habt jetzt hier diese unterschiedlichen OBD-Protokolle. Und die müsste er jetzt normalerweise alle durch abfragen. Also das sind die Protokolle, die er unterstützt. Ganz ehrlich, habe ich mich persönlich auch noch nie mit befasst. Also das ist dann vielleicht wichtig für Programmierer, aber für mich ist ja eigentlich nur wichtig, komme ich in das System rein oder komme ich in das System nicht rein. Ne? So, jetzt hat er jetzt hier schon viermal durchgefallen und beim letzten hat er das entsprechende Protokoll gefunden. Warum, wofür ist so ein Protokoll? Das ist im Grundprinzip eine Übersetzungssprache. Ja? Ja, das sind jetzt quasi hier die Sachen, die man machen kann. Die Mill ist aus, Anzahl der Fehler, Bereitschaftsdienst und das heißt, ihr habt hier die Möglichkeit, also hier würde jetzt zum Beispiel sein, Fehler im Fehlerspeicher drin, Motorkontrollleuchte ist eben Mill hier abgekürzt, würde dann an sein, ne? Aber die ist natürlich jetzt hier aus und ihr könnt hier 21 Daten ablesen und das ist natürlich was für uns wichtig ist. Wie zum Beispiel jetzt hier Live-Daten lesen, ne, könnt ihr jetzt hier theoretisch 21 an der Zahl könnt ihr jetzt lesen, Ansauglufttemperatur, Fahrgeschwindigkeit, also eigentlich alles das, was das Steuergerät bereit ist, euch zur Verfügung zu stellen. Ne? Und das ist natürlich auch eine Sache, wenn zum Beispiel jetzt hier Kraftstoffsystem, müssen wir mal gucken, was ja immer ganz wichtig ist, ist zum Beispiel jetzt hier, nehmen wir jetzt mal Lambda-Sonnenregelung, da müsst ihr normalerweise dann jetzt mir zeigen, ja, findet ihr das, wenn ich jetzt ein bisschen Gas gebe. Ja, die Lambda-Regelung, Lambda-Sonde arbeitet. Die hintere ist ja theoretisch nur eine Korrektursonde, die steht normalerweise recht still. Ja, aber ihr seht, Lambda-Regelung jetzt hier, Bank 1, Sonde 1, ist schön am Schwanken rauf und runter. Lambda-Sonde funktioniert zumindest, ne? Wenn jetzt da jetzt ein Fehler drin wäre. Oder ihr habt natürlich jetzt hier, könnt euch natürlich wie immer auch einen Bericht selbst zusenden, das ist auch eine sehr gute Funktion und ihr habt praktisch hier die Übersicht. Ne? Fahrgeschwindigkeitssensor, gut, das ist jetzt eine Sache, müsste jetzt 0 km/h stehen, weil ich natürlich jetzt hier irgendwo, ja, jetzt hier drin in meiner Garage stehe und eigentlich sehr wenig fahre. Ja, Aufzeichnungsmöglichkeiten hier unten. Ihr könnt die Sachen also aufzeichnen. Ich habe jetzt nur schon so einen Screen Recorder im Hintergrund laufen, sonst könnte ich das euch nicht richtig zeigen. Und ich möchte natürlich jetzt auch nicht, dass die ganze Sache entsprechend abschmiert. Ja, so, jetzt gehen wir nochmal zurück. Viel mehr könnt ihr gar nicht machen. Also das, was natürlich auch eben ganz wichtig ist, Fehler gespeichert in dieser ECU, das machen wir jetzt mal weg. So, haben wir noch andere Sachen drin, die machen wir jetzt alle mal raus wieder hier, weil sonst machen wir jetzt mal das. Fehlercodes sind null drin. Das ist auch schon mal eine ganz gute Sache. Und es ist was fürs Handy, für unterwegs mal eben machen. Aber du kannst es natürlich upgraden. Das ist natürlich auch eine sehr wichtige Sache. Und wenn du Bock auf solche Themen hast, ne, kannst du dir nach und nach die Software individuell zusammenstellen. Ist natürlich die Frage, ob man das jetzt wirklich so braucht. Irgendwann ist wahrscheinlich ein Kompletttester ganz einfach günstiger. Ja, funktioniert einwandfrei, wollte ich euch eigentlich nur mal eben noch gezeigt haben. Wirklich quitt, machen wir mal nein. Das, was auch immer wieder kommt, eigenartigerweise, ist, kann man denn damit auch Fehler löschen? Ja, weil zum Beispiel viele gesagt haben, ja, ich kann Fehler, es muss wohl irgendwas geben, wo man nur Fehler mit abfragen kann, aber nicht löschen. Wo ich dann sage, okay,
ist natürlich verkaufstechnisch schon eine ganz geile Sache. Ne? Du sagst, hier kannst du den Tester haben, aber du kannst Fehlerspeicher abfragen, aber nicht löschen. Mit diesem Gerät könnt ihr sowohl Fehlerspeicher abfragen als auch löschen. Ja? Und wenn sich Fehlerspeicher nicht löschen lassen, das ist vielleicht auch nochmal ein Punkt, dann muss das nicht an dem Gerät liegen. Ja, sondern es liegt dann darin, dass der Fehler nicht behoben ist. Und wie zum Beispiel bei Airbag-Systemen, die immer wieder eine Prüfroutine laufen lassen, immer wieder neu, die sagen dann, hey, Fehler, du bist an sich nicht behoben, und schmeißen die Lampe unmittelbar sofort wieder an. Was bedeutet, ihr könnt ihn nicht löschen, aber das hat dann nichts mit dem Gerät zu tun, sondern das hat einfach was damit zu tun, dass der Fehler nicht behoben wird. Ne? Während beim Motor ja vielleicht bei der einen oder anderen Sache das noch benötigt wird, wo der Motor dann vielleicht erstmal, ich sag mal, wenn du ein Magerruckeln hast oder so, dann muss der erst wieder ein paar Minuten laufen. Ne? Beim Airbag ist das zum Beispiel nicht so. Der Airbag fragt sich, oder der Airbag macht regelmäßig diese Prüfabläufe, und sobald da irgendwas nicht in Ordnung ist, schmeißt er die Lampe wieder an. Und deswegen kann es auch sein, dass man durchaus Fehler eben nicht löschen kann. So. Aber so sieht das Ganze aus. Klein, aber fein, sage ich immer, verlinke ich euch unten, und ich sage wie immer vielen Dank für die zur Verfügungstellung. Und es ist eben was für die Leute, die sagen, ich habe mein Handy sowieso dabei und ich mache damit ganz einfach meine Diagnose to go, was auch immer. Und ja, ganz cool. Wer es braucht, ja, finde ich schon ganz nice. Das, was mich bei den Testern immer wirklich positiv überrascht, dass die Verbindungen immer wirklich super funktionieren und auch wirklich von der Länge her gut funktionieren, denn oftmals stehen die Autos draußen und ich stehe dann da in der Werkbank und gehe so ein bisschen die Messdaten durch, und da muss ich sagen, funktioniert wirklich super geil. Oh, leider schon zu Ende das Video, aber das nächste kommt bestimmt. Deswegen würde ich dich ganz gerne bitten, einfach mal einen Daumen nach oben zu geben, einen Kommentar zu hinterlassen, und falls du den Kanal noch nicht abonniert hast, einfach mal den Abo-Button drücken, denn dann verpasst du auch kein weiteres Video mehr. Wenn du Lust hast, kannst du gerne auf kargraf.de mal schauen. Da habe ich diverse Fragen schon beantwortet. Wir haben auch unter kargraf.store die ersten Produkte, die du vielleicht gut gebrauchen kannst. Auf den Social Medias bin ich auch. Das blende ich euch auch entsprechend hier unten ein. Und deswegen bleibt mir nichts anderes übrig, als jetzt wirklich final Tschüss zu sagen. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Bis dann. Ciao, ciao.